Hallo zusammen! Im heutigen Video zeige ich euch, wie man Linsen wechselt an unseren FPV-Kameras und auch, was der Unterschied ist zwischen einer 2.1 und 1.8mm Linse. Der Versuchsaufbau sieht folgendermaßen aus. Ich habe hier zum einen meine Brille, die am Aufnehmen ist. Das ist das Bild, das ihr eingeblendet seht. Dann habe ich einen kleinen Monitor, dass ich etwas sehe. Und hier ist der Quad. Die Matte und der Quad auf der Matte sind ausgerichtet, so dass ich ihn wieder exakt gleich hinstellen kann. Dann habe ich ein Kreuz zum Simulieren des Landeplatzes, wenn ich jetzt darauf landen möchte. Und das da vorne ist die Linse. Wenn wir jetzt das FPV-Bild anschauen, sehen wir dieses rote Kreuz nicht. Wie ihr seht, hat es hier diesen Ring. Und um die Kamera nun zu lösen, muss ich zuerst diesen Ring etwas lösen. Das hat meistens, braucht ein bisschen Kraft. Der wird aber verwendet, damit sich die Linse nicht so einfach wegfibrieren kann. Der wird dann gegengezogen. Jetzt kann ich die einfach wegschrauben. Und wie ihr nun seht im FPV-Bild, ist das unbrauchbar. Es hat zwar, man sieht noch irgendwie etwas, aber man kann damit nichts anfangen. Wie ihr sehen, gibt es klare Unterschiede zwischen den Linsen. In der Größe. Jetzt nehme ich diesen Ring ab. Warum die einen kleineren mitgeliefert haben, ist mir ein bisschen ein Rätsel. Ich glaube, das ist ein Fehler. Jetzt schraube ich diesen Ring drauf, den ich abgenommen habe. Schraube den da ziemlich nach hinten. Dann schraube ich das wieder auf. Und wichtig hier ist, hier habe ich noch einen Tipp. Der Fokus der Linse verändert sich. Jetzt sieht das zwar super scharf aus, wenn ich ihm meinen Finger hinhalte. Da seht ihr auch jedes kleine Staubkörnchen auf der Linse. Aber deswegen ist es in die Tiefe noch lange nicht scharf, wie ihr hier seht. Ihr müsst es weiter anziehen, bis es auf die Distanz scharf ist. So, das sieht grundsätzlich schon mal nicht schlecht aus. Dann ziehe ich diesen Ring mal an, als Information circa, wo das richtig sein wird. Das muss ich jetzt noch genau justieren. Come on. Er weigert sich ein wenig. Ja. Gut. Im Großen und Ganzen ist es jetzt ein bisschen eingestellt. Jetzt gibt es aber noch einen Trick. Und zwar könnt ihr unten verlinkt oder einfach hier auf romdexter.com könnt ihr dieses Muster runterladen. Auch wenn euch das jetzt fast schlecht wird, dieses Muster hilft ungemein, die Linse wirklich richtig scharf einzustellen. Und ich kann euch gleich zeigen, wie das funktioniert. Ich stelle dieses Teil jetzt ein bisschen entfernt hin, zu weit funktioniert auch nicht. Jetzt seht ihr mal eine Ecke, die ihr selten zu sehen bekommt in meiner Werkstatt. Ja. Und wenn ich jetzt dieses Bild, auch wenn das Bild schon scharf aussieht, wenn ich hier jetzt drehe, seht ihr, wie sich das verändert? Der Ring ist etwas im Weg. Ja. Thank you.
Auch wenn dieses Bild jetzt zuerst einmal scharf aussieht, wenn ich nun auf dieses ausgedruckte Teil da mich ausrichte, seht ihr, dass ich die Schärfe noch mehr einstellen kann. Seht ihr, wie, je nachdem wie wenig das ich drehe, obwohl die Flieger alle noch scharf erscheinen und die Kaipi da oben, dass sich da in der Mitte ein bisschen verändert. Und so könnt ihr das möglichst gut einstellen. Oh, das sieht ziemlich perfekt aus. Nun, damit ich das richtig anziehen kann, mache ich das so. So ist das nun jetzt, so sollte das jetzt ideal sein. Jetzt ist dieser Ring aber noch nicht richtig eingestellt. Jetzt drehe ich den, bis er anschlägt und halte die Linse fest natürlich. Dann löse ich die Linse. Ich habe mir jetzt gemerkt, wo das R hier ist, damit ich mir die Position merken kann. Jetzt löse ich das ein wenig, ziehe diesen Ring an, bis er anschlägt. Ja, das ist manchmal ein bisschen ein Gefimmel. Und jetzt kann ich diese Linse fixieren. Er weigert sich. Hat ihm gesagt, dass das einfach ist. Und jetzt kann ich das anziehen. Das R müsste jetzt circa da sein, wo es vorhin war, so gut wie möglich. Wenn ich darauf zeige, sehe ich bis sehr weit in die Mitte das Muster. Und das sollte sich so nicht mehr lösen können. Und wenn ich jetzt den Quad wieder so hinstelle wie vorher, sehen wir, dass ich das X, das eigentlich direkt vor dem Quad steht, schon ein bisschen sehe. Auch wenn das jetzt so noch nicht so viel aussieht, wenn ich jetzt das andere Bild einblende, es sind ca. 15 Grad, die man zusätzlich sieht nach den Angaben der Linse. Wenn ich jetzt die beiden Bilder vorher und nachher einblende, sieht man hier am Rand ganz klar, dass man mehr sieht. Und auch wenn das noch nicht viel aussieht, es macht doch einiges aus. Es haben aber nicht alle Leute gleich gern den Fischaugeneffekt. Natürlich hat das Vor- und Nachteile, den größeren Sichtbereich zu haben. Man kann ja nicht einfach mehr sehen, ohne irgendetwas zu verlieren, und das wird gemacht, indem man mehr Fischauge hat. Das heißt, man hat mehr Bilddistortion, also das Bild ist etwas zerdrückt. Ihr wisst ja alle, was ein Fischauge ist. Das heißt, für mich persönlich, Akro, weil ich primär Akro fliege, finde ich das absolut super, ich sehe viel mehr. Ich habe ein besseres Verständnis von meiner Umwelt, ich kann besser nahe am Boden fliegen und ähnliche Dinge. Es hat aber auch Nachteile. Die meisten Racer bevorzugen nicht ein so weites Sichtfeld, denn die interessiert eigentlich nur, was geradeaus ist und nicht wirklich, was drumherum ist. Sie wissen ja, wo der Track durchgeht. Das macht ja auch absolut Sinn. Und ein weiterer Effekt, den das Fischauge hat, ist, dass es alles, was außenrum ist, so verzerrt, dass die Geschwindigkeit viel schneller aussieht. Also am Rande sieht es viel schneller aus, weil mehr Bild durchgehen muss. Ein bisschen komisch erklärt, aber wenn ihr das genau anschaut und mal Videos vergleicht, werdet ihr merken, was ich damit meine. Das ist zum Beispiel etwas, das Racer auch nicht interessiert. Deswegen ist die 1,8er Linse nicht für alle der perfekte Fall. Ich persönlich bevorzuge sie sehr, aber das müsst ihr vielleicht etwas selbst rausfinden. Und ich hoffe, dieses Video hat euch dabei geholfen. Hey! Vielen Dank fürs Schauen dieses Videos, und falls es dir zugesagt hat, findest du hier weitere. Es hilft meinen Kanal sehr, wenn du ihn abonnierst und meine Videos kommentierst, likest und teilst. Und falls du über meine neuen Videos informiert werden willst, kannst du die Benachrichtigungen mit Klicken der Glocke aktivieren. Merci vielmals, ciao zusammen.